Hallo, ich bin Pamo Pappmaschi, der Künstlerbär. Wow, es ist ganz schön kalt. Ich glaube, es fängt gleich noch an zu schneien. Schaut mal, wie einfach man mit einem Füller eine Aquarelllandschaft malen kann. Bleibt bis zum Schluss zur Postkartenaktion. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit einem Füller eine Postkarte bemalen könnt. Dazu benutzen wir aber auch noch ein bisschen Aquarellfarbe. Was ich hier vor mir liegen habe, ist ein Blanko-Aquarell-Postkartenblock, den könnt ihr so kaufen. Und ich zeichne jetzt mal mit einer ganz normalen Füllerpatrone Königsblau einen Tannenbaum auf. Und den werde ich nachher mit einem Pinsel bearbeiten. Eigentlich kann man das nur mit Wasser, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Farben dazugeben. Bei einer Winterlandschaft kommt es darauf an, kalte Farben zu nutzen. Dazu zählt Blau, Violett und ein Blaugrün. An einigen Stellen in der Tanne schaffe ich dunklere Tonwerte, indem ich mehr Tinte auftrage. Ich überlege gerade, wie ich weiter in der Komposition verfahren und die Berge ansetze. Ich werde mal drei Bergspitzen malen bzw. skizzieren. Das ist im Übrigen auch sehr gut geeignet, diese Technik, um in Skizzenbüchern zu malen. Ich überlege, ein Haus zu malen, eine kleine Hütte mit viel Schnee auf dem Dach. Und noch eine Tanne hinter dem Haus. Bisschen Verdeckungsperspektive. Am Berg gibt es noch einige Schatten. Jetzt starte ich mit der Ausarbeitung. Dazu nehme ich einen Pinsel, tauche ihn in etwas Wasser und vermale die blaue, königsblaue Farbe. Ich benutze auch ein wenig Lila und verstreiche die Farbe immer mit Wasser in der Auslauftechnik. Also ich lasse die Farbe praktisch immer transparenter werden, indem ich Wasser hinzufüge. Für die Tanne benutze ich einen Hauch eines dunklen Grüns, so ein Chromgrün. Ich arbeite hier mit Aquarellfarben, aber ihr könnt auch ganz normale Wasserfarben nehmen aus dem Schulmalkasten, die funktionieren genauso gut. Ich liebe es, wenn die Farben ineinander verlaufen und unterschiedliche Tonwerte entstehen, von hell zu dunkel. Da mische ich auch immer noch ein bisschen Grün rein. Und ich werde auch gleich mal Gelb nehmen, weil Blau und Gelb ergibt auch einen Grünton, der aber ein bisschen anders wirkt und anders verlaufen kann. Ja, das war ein bisschen viel, aber das Ergebnis trocknet ja noch und da wird es sich schon wieder mal verändern. So, die Hütte bekommt jetzt einen braunen, einfachen Anstrich. Worauf ich hier achte, sind die Zacken,
in der Schneedecke, die dann wirken wie kleine Eiszapfen. Außerdem versuche ich den Kontrast noch des Dachs ein bisschen zu erhöhen, indem ich da am Rand etwas blaue, dunkle Farbe ansetze und mit Wasser etwas transparent verlaufen lasse. Jetzt ist der Kontrast höher zu dem Weiß. Ich benutze im Übrigen keine weißen Farben, sondern lasse einfach das Papier weiß erscheinen. Ein Blau für den Himmel, das ich auch mit Wasser transparent verstreiche. Ich überlege gerade ein bisschen Alpenglühen zu kreieren. Ein Sonnenuntergang. Die Farbenmischung Gelb und Rot möchte ich dann aber auch noch im Untergrund im Schnee auftragen. Denn das spiegelt sich ja immer. Alles schnell noch mit Wasser, etwas transparent vermischen. Und dann sind wir auch schon fast fertig. So, und jetzt noch ein Schnelldurchlauf mit einer Komposition nur aus Tannen und Bergen, damit ihr das nochmal seht. Wie alles gemischt wird, hier werde ich jetzt noch eine Tanne aufzeichnen, die ein bisschen nach außen geht. Und dann noch die Berge. Schwupp, schwupp. Ein bisschen das Blau noch verstärken. Und jetzt geht's weiter mit ein bisschen Farbe. Also diese Arbeiten sind recht schnell vollbracht und da könnt ihr ganz, ganz schnell viele Postkarten erstellen in dieser Technik. Natürlich auch mit anderen Motiven, wobei das Blau natürlich wunderbar in eine Schneelandschaft passt. Vom Füller natürlich das Blau. Eine Schneelandschaft ist natürlich auch ganz schnell gemalt, weil man ja viel weiß lassen kann, also das Papier gar nicht bemalen muss. Wichtig ist, dass man immer mit Wasser die Farbe verdünnt, sodass der Untergrund durchscheint und eine gewisse Transparenz da ist. Schaut bis zum Schluss, denn gleich gibt es noch eine Postkartenaktion. Hier setze ich noch ein bisschen Sonne rein. Ich hoffe, mein Film konnte dich inspirieren und freue mich auf ein Wiedersehen. Möchtest du diese Wintermotive als Klapppostkarte nutzen, dann schicke mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff Postkarten-PDF. Anschließend erhältst du gratis eine PDF-Datei mit meinen entworfenen Winterlandschaften zurück. Die PDF-Postkarten darfst du ausschließlich für private Zwecke ausdrucken und nutzen. Beeil dich, denn das Gratisangebot läuft nur bis Frühling 2020.